Wie lange wäre es sinnvoll, sage ich mal, wenn ich jetzt im privaten Rahmen als Beispiel eine Massage bekommen habe, wie lange sollte ich danach vielleicht ruhen, um das eben noch so ein bisschen nachwirken zu lassen? Gerade zum Beispiel Thema äußere Hitze dann so ein bisschen einsickern zu lassen und so weiter. Also abgedeckt meistens ja dann nach der Massage leicht abgedeckt. Ja, da habe ich auch so ein paar kleine Tricks. Bei den weiblichen Paaren zum Beispiel beende ich die Massage immer mit einer Ohrläppchenausstreichung, indem ich immer in den Ohren die von Ohrläppchen bis zum oberen Ohr leichte Ausstreichung mache mit leichtem Druck. Das bringt zum einen den Kreislauf der Person in Schwung. Das heißt, da die Frauen meistens eher mehr Probleme mit Blutdruck haben, dafür ist ja die Nachruhezeit da, dass sie wieder langsam zur Besinnung kommen. Also im Hotel haben wir da meistens so 2, 3 Minuten eingeplant. Im privaten Bereich kann man da ruhig 5 Minuten draus machen. Was man auch machen kann, ist, wie eben schon bereits erwähnt, die Handballen einfach mit den Knöcheln mit leichtem Druck massieren, bringt auch den Kreislauf wieder in Schwung. Und dadurch kann man die Ruhezeit auch verkürzen, weil eben dann der Kreislauf wieder gut arbeitet. Man fühlt sich auch wieder ein bisschen fitter. Ist ja das Problem, der Körper ist runtergefahren, der Puls ist niedrig, der Kreislauf ist schwach. Und da sind wir eben in diesem Delirium-Zustand. Da brauchen wir eben auch dann auch mit der Ruhezeit. Das wird ja auch nicht besser. Hast du noch eine Idee zum Thema danach etwas trinken? Also einige, ich weiß, es gibt so Massagesalons wie die Thai-Massage, da kriege ich immer einen Tee angeboten, der vielleicht noch ein bisschen mit vitalisierend ist oder der vielleicht noch bestimmte, was weiß ich, entschlackende Eigenschaften und so weiter hat. Hast du irgendetwas in petto, wo du sagen würdest, das zum Beispiel nach einer Massage wäre gut, um es dem Körper zuzuführen, damit dieser nochmal einen extra Benefit davon hat? Also bei heißen Tagen würde ich auf jeden Fall ein Glas Wasser anbieten. Ne? Sowohl privat als auch im Hotel machen wir das auch. Im Hotel gehen wir sogar einen Schritt weiter. Da haben wir einfach noch, da machen wir Zirbenwasser. Ne? Weil es einfach hier im Allgäu gut passt. Ne? Zirbenwasser, ganz einfach erklärt, man kann solche Zirbendrops kaufen mit einer Karaffe. Da macht man die Karaffe einfach voll. Der Zirbendrop kommt einfach oben drauf und da bekommt das Wasser eben so eine leicht bittere Eigenschaft. Ne? Und hat also ganz leichten Zirbengeruch. Ne? Aber im Sommer kann man ruhig mal Gaswasser anbieten, im Winter eher weniger, weil der Körper eben nicht sehr stark geschwitzt hat und es eh schon sehr kalt ist. Das muss man nicht machen. Da kann man zwar kaltes Wasser anbieten, damit der Körper eben aufheizt, um das dem runterzukühlen zu müssen. Ne? Ist ja auch eine gute Eigenschaft, um zu entschlacken. Aber im Winter trinke ich kein kaltes Wasser. Ist ja schon Die kalt wenigsten, genug. die wenigsten. Genau. Okay, also ich würde sagen, wir sind schon ein bisschen jetzt über unsere Zeit drüber, was wir eigentlich machen wollten. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Sollten wir beim nächsten Mal wieder in dieser schönen Location hier bei uns sitzen, freuen wir uns auf weitere Fragen und gerne eben auch eure Kommentare dazu. Wir werden das Ganze auch nochmal mit verfügbar machen, höchstwahrscheinlich auf YouTube, nehme ich mal einfach an. Aber wir schreiben es auf jeden Fall euch noch einmal separat, wo wir das veröffentlichen, damit ihr alle nochmal nachschauen könnt. Und wir freuen uns, wie gesagt, auf die Fragen beim nächsten Mal. Schreibt sie euch einfach auf oder schickt sie uns vorher über JoyClub, die Clubmail zum Beispiel. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und erst einmal vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Zum Ciao. nächsten Mal. Danke dir. Ja, gerne.